Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker, Andi. Wir spielen heute wieder Bloons Tower Defense 5. So, wir gehen die Strecke vom letzten Mal. Ich glaube, Landstraße heißt sie auf Medium an. Das wird eine ordentliche Herausforderung. Schau mal nur weiter hier. Haben wir noch einiges vor uns. So. Das auf Medium, das wird eine ordentliche Herausforderung. Weil man kann nicht so wirklich planen hier, wenn die immer irgendwo kommen, die Bloons. Ich gebe den jetzt mal hier hin. Ja, in die Mitte. Okay. Mir fehlt das Geld für das hier. Also jetzt hat man auch schon weniger Kohle am Anfang. Es ist natürlich schon jetzt härter. Auf hart wird das ein Wahnsinn. Und auf unplatzbar. Holy crap! Aber wir werden das schon hinkriegen. So, was kostet die Palme? 1000. So, die kaufen wir uns gleich. Ein bisschen mehr Kohle kann nämlich hier mit Sicherheit nicht schaden. Ja. Das haben wir das letzte Mal schon gesehen auf Easy. Wir haben es zwar geschafft, aber Easy Beasy war es trotzdem nicht. Es war immer so eine Art, wenn ich jetzt nicht upgrade, haben wir einen Arsch voll. So, dann habe ich upgegradet und es hat funktioniert. Hätte ich nicht upgegradet, hätten wir aber reingekriegt. Das heißt, es ist eine knappe Sache. Ein, zwei Runden zurücklehnen war da nicht drin, ne? Und Medium wird sicher nicht leichter wie Easy, ne? Das nur mal generell. So, ich möchte jetzt diese Palme hier, dass wir Moos kriegen und dann schauen wir weiter. Werden wir gleich haben. So, jetzt haben wir es. In der Mitte setze ich die nicht hin, weil ich brauche den Platz hier. Ich setze die mal hier hin. So, das läuft. Dann werden wir uns das erste Upgrade hier ziehen und dann schauen wir mal. Bananen. Wave 10. Dann nehmen wir hier was. Weil auf das hier warten, das wird jetzt zu hardcore, sonst kriegen wir in die Fresse. Ich sammle mal Kohle vorerst. Wave 11. Wave 12. Ah, schau mal wie... Oh, wow, 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 wow. Diese gelben sind eklig. Weil sie so schnell sind. Sonst wäre es mir ja egal. Wave. 13 haben wir. So, da kommen wir gut klar. Der ist ein guter Anfangstower. Ich lasse den auch nachher, ne? So, jetzt haben wir das. Das geht sich doch besser aus. Ich dachte, ich setze das jetzt mal hier hin. Und dann kriegt der gleich sein Upgrade, weil der muss jetzt ein bisschen hier vorwärts kommen, sonst wird es schwierig. Der braucht etwas mehr Leistung. So, wir nehmen mehr Tower. Oh, ein bisschen Kohle. Ein bisschen mehr Kohle. So. Dann haben wir das hier, das lässt mehr Bloons platzen. Und dann kriegt er noch mehr Range, das schadet mit Sicherheit auch nicht. So, das haben wir, jetzt hat er eine Riesenrange. Das werde ich jetzt vor dem Upgrade nutzen, weil die 405, die kann ich besser woanders investieren. Und er kriegt auch gleich das Upgrade, dass er noch mehr reinhaut. Und dann können wir wieder was anderes machen. Wir sind jetzt bei Wave 20. Bei 24 brauche ich eine Spike Factory, weil da kommt ein Cameron Flag. Oder ich nehme das hier, je nachdem. Ich werde vorher nur das nehmen jetzt. Mehr Bananen. So, dann müssen wir jetzt anders arbeiten. Machen wir es so, das geht auch. Wave 25 haben wir. Nichtsdestotrotz werde ich jetzt die Spike Factory nehmen, denn das wird mir zu risikovoll. Ich setze die jetzt hier hin und wir nehmen aber die linke Seite. Das werden wir auch gleich upgraden, denn das ist mal zu viel Risiko sonst hier. Wir werden auch eine zweite Spike Factory nehmen. Und da ebenso die linke Seite. Dual Spike Factory Power. Spike Factory Power sozusagen. So, gut, dass ich das hier genommen habe, weil jetzt kommen schon einige Stahlbloons. So, 2-2er Upgrade, das lassen wir vorläufig. Dann nehme ich, wie gesagt, eine zweite Spike Factory, die möchte ich hier hin, also verpiss dich hier, Tower, du bist im Wege. So, 2 Spike Factories.
beide das linke oder beide das rechte Upgrade? Jetzt überlege ich gerade. Nehmen wir beide das linke Upgrade, das rechte Upgrade. Machen wir es doch anders, Leute. Denn das ist einfach günstiger und dann kann ich es ja zweimal aktivieren, wenn es heiß auf heiß kommt. Das schadet mit Sicherheit auch nicht. Ja, der hat mal die weggeräumt hier, die Spikes, weil das waren nur die normalen. So, jetzt haben wir aber ein bisschen Luft, weil jetzt wird alles vollgespiked hier. Das haut eigentlich ganz gut hin. So, jetzt machen wir mal das Medium Upgrade 2-2 sozusagen. Und dann haben wir ein bisschen Luft jetzt. Wave 35 haben wir. So. Wave 36. Vielleicht noch zwei Spike Factories. Wir machen mal eine ganz andere Taktik. Das könnte nämlich auch gut funktionieren. Aber ich werde jetzt das und das mal nehmen. Wave 37. Und wenn wir das hier nur upgraden. So, das mit den zwei Spike Factories, muss ich sagen, bis jetzt ist eine gute Taktik. Wir werden insgesamt, wie gesagt, vier nehmen. Das erweitern wir sogar noch. So, mehr Bananen. Wave 39 haben wir hier. Ja, die haben aber beide schon alles Mögliche zu tun, also wenig ist es nicht. Wir müssen towermäßig was machen. Jetzt kommen die Keramik. Oh, scheiße, Keramiks. Fuck! Nachlegen, nachlegen, nachlegen. Das war jetzt wichtig, ihr seht es mit meiner Nachlegerei. Ich glaube, 10 habe ich nachgelegt. Das war jetzt echt nötig. Das ist schon in der nächsten Runde anscheinend nachgelegt. Okay. Wir brauchen einen Glue-Gunner. Das auf jeden Fall. Wo ist er? So, dann setzen wir mal hier hin. Der geht schön in die Mitte noch. Du gehst auf den stärksten natürlich. Und er braucht Kohle, damit er rumkluen kann. Weil wir müssen jetzt echt was gegen diese Keramik-Dinger machen. Die sind echt gefährlich. So, jetzt kleistert er alles an. Also alles. 6 Stück, glaube ich, gleichzeitig. Jawohl. So, Wave 42. So, wir haben das Upgrade hier noch nicht. Jetzt haben wir es. Jetzt gehen die auf die Camouflage. Das habe ich spontan genommen. Das Geld war da, Gott sei Dank. So, dann, dass sie schneller zuschlagen. Keramiks, 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 Keramiks. Das ist natürlich eine unschöne Sache. Aber es läuft, es läuft. Es läuft aber noch nicht so gut, wie ich mir das vorstelle. Wave 44. Es ist schon eine heiße Sache hier, also wir brauchen da towermäßig noch was. Ich werde jetzt den hier nehmen, der stunt nämlich auch dann. So, nehmen wir diese Upgrades und den letzten, da müssen wir noch ein bisschen sparen. Aber das hilft natürlich hier auch. Er macht schon sein Damage hier, ihr seht, das läuft. Nächste Runde kommt der Boss. Ich hoffe doch, dass wir mit den Nägeln hier rauskommen. Ich denke doch, wir haben es ja auf zwei Seiten sozusagen. Und der Boss oder die Bosse haben halt 20% weniger Leben. Ihr seht, der kommt schon beschädigt da rein. Das ist natürlich auch super duppi. So, der kriegt ordentlich auf den Latz hier. Den können wir befördern. Jetzt stunt der auch. Und unseren Glugunner geben wir das da, dass er mehr Glugunt sozusagen. Oh, dann platzen die gleich zweifach. Das bringt es natürlich auch. Plus den Stun läuft es richtig gut. So, jetzt haben wir etwas Luft. Aber nur etwas. Wir werden jetzt schauen, dass wir denen hier auf dem Upgrade-Status langsam bringen. Das müssen wir dann öfters nehmen, natürlich, das Upgrade. Und wir werden, wie gesagt, 4 Spike Factories insgesamt nehmen. Das sollte gut hinhauen. So. 5-5 werden wir hoffentlich bald kriegen. So, das erste haben wir ready, jawohl. Jetzt den nächsten hier. Jo, das hat gut funktioniert. Überraschend gut, muss ich sagen. Ich hätte mir das ein bisschen schwieriger vorgestellt. Wave 49 ist ja immer so eine heiße Runde. So, Wave... Was haben wir jetzt überhaupt? Wave 51. So, jetzt haben wir das zweimal hier upgrade-fähig. Das geht. Jetzt können wir ein bisschen Geld sammeln. Bleibt man da hier rüben.
kommt ein Boss. Aber der kriegt auch auf den Latz. Also das funktioniert relativ gut. Der Stunner ist super. Der macht während des Stuns sein Damage. Der glut alle voll. Also es läuft eigentlich. Ich kann mich jetzt nicht beschweren. Wir nehmen jetzt das da mal. Dann kriegen wir ein bisschen mehr Kohle. Wir sollten dann noch einen Bloom-Chipper nehmen, der die Bosse ordentlich raussaugt. Das auf jeden Fall auch. Ansonsten läuft das hier ganz gut. Jetzt kommt so stoßweise, aber da kommen wir auch klar. Stun for the win, sage ich nur. Das läuft. Und ohne den Stunner da, ohne den da, sieht es wirklich scheiße aus. Wave 56. So, das ist leistbar gleich. Das läuft. Ups, das wollte ich jetzt gar nicht. Ich wollte das da. Scheiße. Aber egal, kriegen wir hier mehr Kohle. Ist auch okay. So. Also der Stunner ist wirklich abgöttlich. Der hilft uns schon sehr viel. Das muss man dazu sagen. Der ist wirklich perfekt. Weil der stunt die einfach weg, sodass die gar nicht rein können. Und die nachkommen, werden teilweise auch gestunt. Also fast alle. Von daher, das haut super hin. Nur wie gesagt, gegen Bosse sollte man langsam was machen, sonst kommen wir hier nicht mehr recht vorwärts. Jetzt werden wir das hier nehmen. Wave 59. Oh, da kommt ein bisschen viel. Oh, es geht. Stun for the win, sage ich nur, da geht nichts drüber. So, wir nehmen jetzt etwas gegen Bosse endlich mal, und zwar in die schöne Mitte hier so halbwegs. Den stärksten bitte raussaugen. Jawohl, das geht sich gleich instant aus. Jawohl, und genau richtig, denn ein Roter ist schon ein bisschen gefährlicher. Der ist schon immer so ohne. Wave 61, 100 Milliarden Herzen. So, wir nehmen jetzt einfach mal das da. Jawohl. Hilft so ein bisschen, sage ich mal. Aber genug zumindest. Jo, supi. Wave 62. Dann nehmen wir noch einfach Spike Factories und ich glaube, dann hat sie sich erledigt. Wir nehmen jetzt aber die linke Seite. Hier würde ich auch noch gerne eine hin. Aber da sind die Tower im Weg hier. So. Wie gesagt, die linke Seite und jetzt heißt's Geld sammeln. Wave 62. So, läuft supi-dupi hier. Keine Chance, die Bloons. Wave 63. Da kommt so stoßweise was. Kann man das mal aktivieren hier. Jawohl, haut hin. Kommen nicht wirklich weit, auch wenn sie stoßweise kommen. Das läuft. Das läuft, Leute. So, dann verkaufen wir den. Den werden wir auf Max und den gleich danach. Das geht sich auch noch aus. So, jetzt haben die nichts mehr zu melden. Wave 64. Und Wave 64 geschafft. Wave 65. Kein Thema hier. Also da kommt nichts durch. Das werden wir auf schwer auch so machen. Die Strategie ist super. Wir haben noch nicht mal das Auge. Also es läuft wirklich gut. Ich werde jetzt einfach mal das nehmen hier. Nochmals. Alles zukleistern hier. So. Den wieder reingesaugt. Das geht. Und nochmals einfach... Nur um Eier zu zeigen. So. Silber. 500. 3 Münzen. Was will man mehr? Und jetzt holen wir uns Gold danach, Leute. So. Wir haben 17. Oh, nee. Ich glaube, ich brauche 18. Ist es gemein wegen einer Scheißmünze? Boah, ihr Pisser. Also nicht ihr Pisser, sondern ihr Pisser, Blunzpisser. So, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Oh, ich muss mir mal strecken hier. Also, so angespannt gerade. Ich wollte das unbedingt schaffen, weil ich meine, easy ist es auf keinen Fall. Und wir gehen das dann auf hart an. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.